Ja, und wo ist Agro-Berlin 10 Jahre später? Gibt's nicht mehr. Schade. Im Arsch, da wo sie gerne sich Sachen reingesteckt hätten. Endstation Sehnsucht. Hallo Daniel, du schmeißt direkt erstmal dein Handy runter. Ja, aber jetzt kusche ich mich gleich an dich ran. Oh, wir haben Sam wieder. Au! So, genau. Wir müssen dem Zug, ist es glaube ich, folgen. Ja. Von okay, dem Fiesewicht. Stimmt, das ist ja der Goldzahn von Ganesha, ne? Der Goldzahn. Das ist auch so ein bisschen Porno. Du sagst so einen fetten Goldzahn. Der scheiß Elefant. Ich weiß gar nicht, wann wir dieses Spiel das letzte Mal gezockt haben. Das vor 3, 4, 5 Wochen. Das kann gut sein, ne? Weil zwischendurch war ja wie passiert. Ist jetzt aber für die Leute verwirrend, weil da ist jetzt die Pause nicht so lang gewesen. Ihr habt wahrscheinlich so vor ein paar Tagen das letzte Mal eine Folge gehabt. Ja. Und wir hatten jetzt genau noch so, oh shit, Entschuldigung, das ist genau das Finale jetzt hier sozusagen, noch diese finale Verfolgungsjagd. Ja. Offen. Und die machen wir jetzt einfach noch. Machen wir jetzt einfach. Und zeigen mal, was hier noch so abgeht und gucken sie uns auch selber an. Wir wissen es ja auch gar nicht. Oh, Achtung, das sind böse Wichte. Böse Fichte. Drängt sie von der Straße ab. Drängt sie von der Straße ab. Was ist denn das für eine fiese Scheiße? Aus dem Weg. Drängt sie von der Straße ab. Das habe ich in Thailand auch nicht gemacht. Hast du auch keine, du, genau. Aber zuletzt warst du ja eigentlich in Portugal. Da war ich in Portugal und in Spanien, genau. Du bist ja eigentlich einfach alle paar Wochen woanders im Urlaub. Das ist ja das Schöne an dir. Du bist halt ein Mensch mit viel Zeit und viel Geld. Also eigentlich ein Millionär, der einfach machen kann, was er will mit seinem Leben. Bitte was? Und das finde ich schön, weil du zeigst den Menschen, dass man nicht immer nur zu Hause sitzen muss. Nee, aber jetzt... Das heißt, ein Millionär mit viel Zeit und viel Geld. Ich habe einfach nur haufenweise Urlaubstage übrig gehabt, weil ich mir die Jahre davor den Arsch aufgerissen habe. Aber ist man nicht praktisch der reichste Mensch der Welt, wenn man einfach Urlaub machen kann? Natürlich, also das ist Zeit, richtig, ja. Zeit ist doch das Wertvollste auf der Welt dann. Nein, Dennis, du bist das Wertvollste für mich. Achso, das war was anderes. Das sorry. Ist aber ein anderes Thema. Damit müssen wir die Menschen nicht behelligen mit unseren privaten sexuellen Gelüsten. Nun mal, da ist der Zug. Das, langsam das erinnert mich übrigens gar nicht, der wartet auf uns. An Schatte 2, ne? Das erinnert, wollte ich gerade sagen. Das sieht doch jetzt sehr ähnlich aus wie die Szene in Schatte. Du musst X drücken, um vom Fahrzeug zu springen. Und jetzt müsste ich partnerschaftlich die Hand geben als Zeichen der Versöhnung. Und Sam fährt einfach jetzt in den Busch. Geht erstmal schön einen. Geht sich, genau, erstmal eine Stange Wasser in den Busch stellen. Ja. Siehst du, sie reden doch vom Goldzahn. Hey, weißt du, wo sie die riesige Kiste hinhaben? Bei der Lok? Gut. So eine riesige Kiste. Aber so eine Szene gehen schon, ne? Ich finde so eine Zuggeschichte immer lustig. Das ist immer ganz cool, ja. Vor allem, wenn man in den Tunnel kommt und sich dann immer so hinwerfen muss, weil man sonst sich den Kopf stößt. Ja. Beziehungsweise tot ist. Ich habe das mal probiert, was die jetzt machen. Ich finde das nicht so angenehm. Scheiße. Wie, du hast das mal probiert? Du hast mal S-Bahn surfen, meinst du? Ja, Quatsch, nee, das macht man nicht. Was denn jetzt? Sie sagt nichts zum Klettern, du kannst aber links nachgucken vielleicht. Nichts zum Klettern. Nichts zum Klettern am Arsch. Ist doch was zum Klettern. Schnupsi. Ja. Und nun? Achso. Nee. Ist auch nichts zum Klettern. Komm, ich will jetzt. Hier drüben! Hier. Sei vorsichtig! Eben wollte sie nicht nach links laufen, aber jetzt möchte sie. Nehmen wir die andere Seite! Ich muss jetzt mal wieder. Ich spiele gerade das PS4-exklusive kleine Meisterwerk. Okay. God of War. Ich muss jetzt erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen, weil das sieht ja so von der ganzen langsam Aufmachung her sehr ähnlich aus. Einfach, ja, es sieht auch so wie nordische Mythologie aus, also ich finde, das hast du schon recht. Dein Sohn rennt hinter dir rum. Ah! Sorry. Also du sollst ja nicht gleich das ganze Ding hier. Das meine ich nicht, aber es ist auch ein Third-Person-Spiel, was die Kamera direkt hinter den Leuten hat. Nur da springst du über solche hüfthohen Deckungen mit Kreis rüber und hier mit X. Die Granate hat mich auch erinnert. Ich spiele jetzt gerade dieses All-System-exklusive Spiel Far Cry 5. das ist wirklich exklusiv. Für alle Systeme. Für alles. Fast. Das gibt es auch für ein Taschenrechner. So, hier geht's wieder raus. Hier raus. Tasche. Eine schöne, dicke, volle Tasche. Eine dicke, volle Tasche voller Mord. Genau, das ist Far Cry 5. Und das ist was Feines. So, ja. Was sind wir stehen geblieben? Genau, ich war auf dem Jakobsweg. Wir haben Besuch. Wir haben immer noch das Überraschungsmoment. Ja, Besuch. Du bist nämlich tiefgläubig, das wissen viele nicht. Was? Naja, sonst wären wir ja nicht auf dem Jakobsweg. Wir können auf dem Jakobsweg auch einfach gehen, wenn wir zu viel Urlaub haben. Achso, das haben wir ja schon geklärt. Ja. So, jetzt gehen wir mal. Schießt deinem Sohn Arturius, wie der heißt, in den Rücken. Atreus. Das weiß ich, als ob ich jemals God of War gespielt hätte. Ja, du bist ja so ein altmodischer PS3-Besitzer. Ja, und die PS3 ist nicht im Schrank, ganz versteckt. Das ist auch traurig, das andere Gerät. So ein schönes Gerät gewesen. Ja, aber jetzt ist mein Tisch viel freier. Das ist natürlich wahr. Hm? Oh, was ist das? Tisch ich für...
was ich für Platz hätte, wenn die ganzen Konsolen hier nicht mehr da wären. Richtig. Aber dann hätte ich halt auch keine Konsolen. Und auf meinem Tisch steht jetzt dafür halt eine Nintendo Switch. Eine Switch. Ja, ich nehme jetzt das goldene Ding, das ist doch geil, ne? Das ist ein goldiges Ding, würde man nehmen. Nee, Jakobsweg, da würde ich nur jedem zu empfehlen. Man trifft sehr viele interessante. Aber du bist jetzt ja sozusagen nicht den ganz klassischen gelaufen. Ich bin den portugiesischen gelaufen. Genau, Gott geht ja durch Spanien durch und du bist jetzt ja sozusagen die portugiesische Seite gelaufen. Genau. Aber man läuft doch praktisch nach Portugal. Ist es dann nicht irgendwie sehr kurz, wenn man in Portugal nur nach Portugal läuft? Weil man ist ja schon in Portugal. Wieso, von Portugal laufe ich? Ich bin Grenzüberschreiter. Wo bist du denn hingegrenzt? Ja, von Portugal nach Spanien. Ich bin ja von Porto. Achso, ich dachte, du bist auch nur nach Santiago gelaufen. Ja, aber Santiago ist doch in Spanien. In Westspanien aber. Das ist in Galicien, das ist Nordwestspanien, ja. Ich hab nicht gemerkt, dass der hier ankam. Nee, Achtung, das ist ein Scharfschütze, würde ich das jetzt auf hinweisen. Ja? Also ja. Santiago de Compostela liegt in Spanien und Porto liegt in Portugal. Das hätte ich nie gedacht. Irre, ne? Wahnsinns. Wahnsinn. Erkenntnis. Der steht, auf der anderen Seite. Genau. Achso, hier draußen kann ich mich aber. Oh shit, das wollte ich nicht. Aber das wollte ich, dass der hier runterkommt, weil dann hätte ich mich runterschmeißen. Wo komme ich jetzt? Ja, gut. So, ja. Und wie hast du das auf dem Jakobsweg so gemacht? Also wie viel bist du so gelaufen am Tag? Ja, ich bin halt zwischen so bei Marxburg haben wir gleich am ersten Tag gemacht, der eine Kompagnon und ich. Also ihr seid zu zweit unterwegs? Zu zweit, genau. Ich meine, ich weiß das ja, aber das kann man ja den Leuten natürlich, es war ein guter Freund von mir. Ja. Deshalb ein anderer guter Freund, weil ich besitze mehrere Freunde außer nur dich. Und deshalb, und da ist es so... Die sind nicht echt, aber sagt's ihm nicht. Ach, das ist aber mit Freunden, man wird angeguckt. Also immer, das ist mal laut gelacht und geredet. Genau. Als ich dann immer die Luft geküsst habe. Nee, genau. Und da sind wir pro Tag, also ich bin am ersten Tag 32 Kilometer gelaufen. Am besten wie viel? 32? Ja, das ist ein bisschen ambitioniert. Das ist schon viel. Also genau, und danach haben wir halt die Etappen reduziert auf 28, 24. Ja. Die kürzeste war, glaube ich, 16 Kilometer. Ja, das ist ja okay. Nee, das war schon interessant. Aber viel interessanter waren halt echt die Leute, die wir getroffen haben. Verschiedene Nationalitäten, verschiedene Mentalitäten, Kulturen. War wirklich ein Traum. Ich meine, das Leben. Träumchen! Das Träumchen, das Leben eines Pilgers ist wirklich dann auch dann. Ist nett. Du stehst für morgens auf, irgendwann dann um halb. Was soll das halb denn? Halb sechs. Wer hat mich denn da jetzt. Getötet? Hat mich da jetzt echt der Schuft auf dem Motorrad weggeknallt? Die alte Saudi. Das war kein Saudi, das war ein Inder. Achso. Das ist ja ein indisches Spielchen. Zumindest sind das Inder. Hallo jetzt. Habe ich dem jetzt nur in die Eier getreten und er lebt aber noch? Das ist doch scheiße. So. Die werfen hier jetzt aber ein bisschen. Nee, genau. Und deshalb und da, also kann ich jedem nur weiterempfehlen. Du stehst bei uns auf. Wanderst. Wo habt ihr denn übernachtet? In den Herbergen. In den wirklich, in den richtig, in den Pilgerscheiß. In den Pilgerherbergen. Sprich, das sind aber da hört man ja wirklich viel Schlechtes drüber, dass das also eine flohverseuchte, enge, volle Kacke sein soll. Aber vielleicht sind das auch eher die spanischen. Das kann gut sein. Also sprich, wir hatten jetzt so eine besondere Matratzen, die halt dann, wo keine Flöhe drin sein könnten. Okay. Und die so einen besonderen Stoff haben, aber das ist halt ein bisschen... Die stehen dann so aus Gummi oder so. Genau. Ja. Ist jetzt nicht die angenehmste Schlafatmosphäre. Das ist dann noch besser als in China zu schlafen auf dem Wetter. Oder so. Scheiße. Boah, hab ich. Hast du ihn weggebumst, ja? Scheiße, so lang. Ich glaube, sie haben dich jetzt auch weggebumst. Das ist aber jetzt gerade echt keine leichte Stelle, ne? Sind vier Leute. Ey, du musst ja spielen, du musst schießen, du musst dich auch noch konzentrieren darauf, was ich erzähle. Ja, na, ich muss ja auch noch ein bisschen dich interviewen, weil du ja sonst alles aus der Nase ziehen musst. Ja, aber ich erzähle doch schon langsam. Mist. Ach, da ist er jetzt runtergetroppt. Ja, das ist gut, wenn ich auf die Warte gehe. Wie war denn das nochmal mit dem. Genau. Und dann, nee, genau, also sprich 16 Leute, 50 Leute. In einem Raum. In einem Raum, aber man gewöhnt sich halt daran. Nee. Und deshalb, aber ich meine, natürlich, es gibt immer eine Person, die schnarcht. Boah, furchtbar. Und deshalb, es gibt aber in den meisten Fällen warmes Wasser, du kannst deine Kleidung waschen. Deshalb, du kannst zu unterwegs was zu essen holen. Pilgermenü für 5,50 €. Das ist mal. Alter, hast du gerade deine. Ich hatte gerade das Gefühl, ich spreng gleich den Waggon hier. Ich hatte zum einen das Gefühl, dass die andere Tante Nadine oder wie du heißt. Ja. Naja, das ist ja. Ey, das nervt jetzt aber, Leute, ganz ehrlich.
Ich schieße ja aus allen Rohren und trotzdem werde ich da weggeballert. Ich bin in Deckung. Ich schieße ja die ganze Zeit nur aus einem Rohr, Mann. Aus deinem Mundrohr. Alter, das war ein Mundrohr, Mann. Das ist der hier hinter mir, die Klinge. Das ist der hier. Würde ich jetzt verstehen, wie du spielst, wenn du jetzt deswegen umbringst? Ah! Ich würde auch verstehen, wenn du jetzt einfach deine Beine hier verlierst bei der Aktion. Also. Das wäre eigentlich auch ganz cool, ja. Lol. War ohne Beine. Kann sie nicht mehr weglaufen. Das ist vielleicht auch ganz cool. Das hat Dennis gesagt. Das ist richtig. Hm? Nee, Pilgermenü besteht meist aus einer Suppe, einem leckeren Gericht. Ich muss also sagen, die Portugiesen. Essen unheimlich viel Fleisch. Ja, das mag ich auch einfach wieder ganz gerne. Das Essen ist auf jeden Fall ganz geil. Es gibt ein paar gute Portugiesen in Hamburg, die haben ja dieses Portugiesenviertel. Beziehungsweise die Portugiesenstraße oder mit einer. Das ist relativ in der Innenstadt. Und da gibt es halt ein portugiesisches Restaurant am anderen, die sind alle gut. Und da habe ich das umgelernt. Ja, das ist schon krass. Nee, das war so viel Fleisch, habe ich glaube ich lange nicht mehr gegessen. So viel Fleisch hat es lange nicht mehr gemacht. Was ja auch lange nicht mehr bei mir zu Besuch, denn bei mir gibt es ja immer Fleisch zu essen. Das ist richtig, alles, ja. Alles, was ihr jetzt denkt, ist... ich hab noch eine Granate. Ich find's auch schön, dass die Granate trotz Fahrt und so weiter... Ja, die bleibt da schön liegen. Die weiß, was ich gehört, ja. Anders als die Typen hier, macht die Granate, was ich will. Oh, guck mal, da liegt noch eine. Nee, also wie gesagt, ich bleib dabei. Interessante Menschen, interessante Einsichten. Hast du denn interessante Menschen kennengelernt? Natürlich, so viele. Was waren denn die interessantesten Leute, die du kennengelernt hast? Ja, gut, die Frauen. Die Frau, man kann nicht mit ihm, man kann nicht mit sie. Das ist vollkommen richtig. Nee, also man muss dazu sagen, also wenn man das jetzt Gesellschaft betrachtet, brauchen 75% Frauen auf dem Weg. Echt? Und das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, das wäre relativ ausgeglichen. Nee. Also laufen da so viele Frauen? Hast du eine Erklärung dafür? Also irgendeinen Erklärungsansatz? Weil es doch relativ sicher ist, vermutlich, nehme ich an. Ja gut, aber nur weil es sicher ist. Ich meine, sicher ist auch ein Urlaub in Hamburg. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind einfach Frauen deutlich motivierter, mal ein bisschen eine Herausforderung auf sich aufzunehmen, ein bisschen zu pegeln, anstatt dann die Kerle die ganze Zeit über Bratwurst. Aber warum gehen denn die Frauen dann, also beim Wandern trifft man sehr viel Männer, finde ich, also Bergwandern. Ist das vielleicht... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Frauen eher so ein Flachlandwanderding oder so? Ich weiß es nicht. Ist ja Flachlandwandern. Da meine ich ja, das deswegen... Die haben ja auch all ihre Typen zu Hause gelassen. Die haben gesagt, dass sie das jetzt ihre... Aber so Frauengruppen oder eher Einzel? Das sind Einzelfrauen, die sich aber in Grüppchen wieder bilden. Aber die sich dann da sozusagen... Genau, oder zur Horde werden. Frauenhorde. Ja, wieso, wir haben uns ja der Horde angeschlossen. Wilde Horden. Die saßen dann, da saßen vier Frauen und haben Bier getrunken. Ja, wir sind ja hier auch eine wilde Frauenhorde hier eigentlich gerade. Genau. Also nur zwei, aber... Wir haben uns gedacht, wir setzen uns einfach dazu. Die erste Aussage war, dass die alle vergeben sind. Dann haben wir gesagt, dann bleiben wir trotzdem. Und dann gehen wir wieder. Ah, danke für die Information, dann sind wir wieder weg. So. Wann wieder endlos lang ist denn dieser Zug hier? Es ist ein typischer Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Pilgerweg, wir fahren nach Compostela, es ist noch ein bisschen. Es ist noch ein bisschen. Es ist noch ein bisschen hin, geht noch einmal quer durch. So. Genau. Nee, und deshalb wirklich, wirklich interessant, auch verschiedenste. Wir haben uns gar nicht so viel über den Job unterhalten. Nein! Alter, du hast schon so oft deine Beine verloren. Ja, es ist aber auch echt nicht so einfach, wenn man gerade God of War spielt, was ein wirklich so ähnliches Spielgefühl hat, aber komplett andere Tastenbelegungen. Mhm. Weißt du mal, wie das ist, wenn man so sehr ähnliche Spiele hintereinander hat? Nee, ich kenn das schon. Und du hast eine Taste, die einfach anders belegt ist. Und ja. Springen ist nun mal einfach komplett anders als bei... Was hat sich Naughty Dog dabei gedacht? Ja, die hätten sich ja mit Sony Santa Monica hier irgendwie mal abspielen können. Ja, finde ich auch. Also beziehungsweise andersrum, weil... die sind ja hier früher vielleicht gewesen. Irgendwie, weiß ich nicht, will ich jetzt hier gar nicht aus der Deckung raus, weil da sind ja diese beiden... ja, das reizt mich ja auch nochmal, da durch Spanien zu wandern oder durch Portugal. Aber irgendwie schreckt mich auch so ein bisschen dieses Pilger-Ding ab, weil ich das alles so doof finde eigentlich. Zu wandern? Nee, wandern finde ich super, aber da sind ja im schlimmsten Fall gläubige Leute. Ich muss gestehen, ich habe gefühlt keine einzige richtig gläubige Person getroffen. Ich meine, die erzählen zwar dann, oder die eine Dame war katholisch, aber es ist jetzt nichts irgendwie... Religion ist egal, es ist total tolerant, also sprich, du wirst ja nicht versucht, die ganze Zeit zu missioniert zu werden. Wir hatten jetzt auch kein Problem zu sagen, dass wir atheistisch sind. Alles gut, alles im grünen Bereich. Deshalb. Und da haben die sich auch nicht gewundert, dass man dann pilgert? Das ist ja schon religiös. Guck mal, jeder hat seine Hintergründe, seine Beweggründe, warum er irgendwo hingehen möchte. Das ist ja eigentlich ein Weg zum Nachdenken, zur Reflexion. Und hast du nachgedacht?
Ich habe nachgedacht. Hast du Erkenntnisse gefunden? Ich habe auf jeden Fall neue Gedankensprünge bekommen, die dann vielleicht mein Leben ändern, vielleicht auch nicht. Hey, das klingt sehr vage. Natürlich ist das sehr vage. Was soll ich dir noch großartig erzählen? Vor allem in einem öffentlichen Podcast. In einem öffentlichen Video. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte sein können, dass du irgendwie den Sinn des Lebens gefunden hast. Das wäre ja nett gewesen, gefunden, dass du anderen Leuten das mitteilst. Also ich weiß ja nicht, du bist halt ein sehr egozentrischer Typ, das weiß ich schon, aber du hättest ja vielleicht ein bisschen den Menschen auch mal was mitgeben können. Denkt nach, was ihr wirklich wollt. Was bedeutet Glück für euch? Es ist auch deep, aber es ist ja eine universelle Frage. Muss jeder, was ist denn wertvoller als das Glück zu finden, mit einer anderen Person zu teilen? Deshalb. Mit sich selbst zu teilen. Andere Personen sind ja vielleicht auch gut. Das ist andere Personen, die sind nicht relevant. Du kannst halt, wenn du glücklich bist, auch mit einer anderen Person so gut klarkommen. Ah, im besten Fall, aber du kannst nicht erwarten, dass du glücklich wirst mit Hilfe einer anderen Person. Du kannst deine Last nicht ab. Auch. Aber das ist doch eine geile Erkenntnis, dass du sagst. Du musst mit dir selbst im Reinen sein. Erstmal mit dir selbst glücklich sein, dann kannst du auch mit anderen glücklich sein. Genau, das ist nicht immer offensichtlich, was dich glücklich macht. Deshalb, der Mensch braucht relativ wenig, um glücklich zu sein. Headshots machen mit Glück. Mann, ich krieg den nicht. Ich geb dir jetzt auch gleich einen Headshot, aber mit meiner anderen Waffe. Ja, The North Face, Mann. Yes! Nice. Guck mal, jetzt sind wir doch gleich. Ach nee, der Zug geht noch nicht. Nee, und deshalb, und ich habe auch überlegt, vielleicht ist es doch nochmal interessant, auch gleich was Neues auszuprobieren. Wie wäre es Quereinstieg Lehrer? Wäre das was, was mich erfüllen würde? Oder Homosexualität? Hatten wir bisher auch noch nicht. Wir beide hatten das, glaube ich, noch nicht. Nee, aber das könnte man ja einfach auch mal ausprobieren, ob das ein Lebensmodell jetzt auch ist für die nächsten paar Jahre einfach. Meinst du und ich? Naja, so jetzt nicht unbedingt, aber so allgemein einfach mal mit dem Mann. Bisher hat man immer das mit den Frauen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Mit den Frauen? Mit den Frauen, ich meine, das ist jetzt nicht. Funktioniert doch bei dir ganz gut. Ja, aber es ist nicht uneingeschränkt erfolgreich gewesen. Also bei dir ja auch nicht. Und da kann was willst du denn jetzt damit sagen? Da kann man ja auch einfach mal sagen, vielleicht war das auch noch nicht der richtige Lebensentwurf. Vielleicht kann man es doch einfach mal. Also mein Lebensentwurf, wo ich jetzt auch nachdenke, wie weit man das realisieren kann. Welchen Service kann ich anderen Menschen anbieten? Ich hätte Ideen, wie man unsere beiden Lebensmodelle zusammenbringen kann. Ja. Bist du der Serviceempfänger oder was? Muss ich ja nicht sein, ich könnte dein Manager sein. Ja, super. Wobei in Deutschland ist Zuhälterei, glaube ich, illegal. So, wie? Nein, ich überlege wirklich, wie werde ich ein Digital Nomad? Welchen Service kann ich anbieten, den andere Leute benötigen? Oh, nein. Und was verstehst du? Digital Nomad, du bist doch schon Digital Nomad. Was erzählst du denn für eine Kacke? Bin ich nicht? Natürlich bist du Digital Nomad. Wieso? Hä, du bist ja kein Native und du bist auch kein von der Generation davor, die gar nichts können. Du bist doch ein Einwanderer, Digital Nomad. Ja, vom Digital Nomad. Ich rede von der Person, die mit dem Laptop durch die ganze Welt reist und mit dem Laptop die Welt von überall macht. Die Welt von überall macht? Was machst du denn in der Welt? Ach, gib Gas, Mann. Bin ich nicht langsam dran mit dem Fahren? Ich weiß es nicht. Du wolltest jetzt tiefe Erkenntnisse, ich sag dir gerade tiefe Erkenntnisse. Und ich sag dir, wenn aber was macht denn so ein Nomad? Was macht der denn mit seinem Laptop da? Fährt der rum und macht Instagram von irgendwo anders oder was? Nein, der guck mal, der hat seine Kundenstämme überall auf der Welt oder wo auch immer, arbeitet als Freelancer für Softwareprojekte oder für andere Projekte und realisiert sie von irgendwo auf der Welt, wo immer er möchte. Dieser Zug ist echt zu lang. Irgendwas, der Zug ist echt zu lang. Irgendwas läuft hier falsch. Guck mal, ich darf jetzt gerade hier nicht schneller fahren an der Stelle, weil ich wahrscheinlich hier wieder aussteigen soll aus dem brennenden Auto. Vielleicht möchte ich ja irgendwie doch mal für ein Jahr in Taiwan leben oder ich möchte ein Jahr lang in Australien leben. Irgendwie sowas. Ich meine, ich würde große Verluste damit anhergehen. Wieso? Dich ein Jahr lang nicht sehen zum Beispiel. Ach, das weißt du doch gar nicht. Vielleicht komme ich einfach mit. Das ist natürlich richtig geil. Aber dafür planen wir ja schon, dass wir nach Japan vielleicht zusammenreisen. Ja, das könnte man auf jeden Fall mal probieren. Also ich meine, ich war ja schon da, aber ich habe ja auch Sachen. Ich bin ja auf dem Fuji noch gar nicht drauf gewesen. Das sind ja Sachen, ja. Die muss man auch einfach mal machen. Da hast du mir nicht erzählt, dass du unbedingt mal in einem Maiden-Café möchtest? Da war ich ja schon. Also als wir da waren, scheiße, wie kommen wir jetzt? Ich muss da wieder aufs Auto springen wahrscheinlich. Wenn du möchtest, dann. Ja, dann spiele ich jetzt weiter. Spiel du noch an der Stelle weiter. Du musst jetzt auf das Auto. Ob das recht ist. Ja, die Steuerung. Ich habe jetzt so viel Zu-Tycoon gespielt. Du hast Zu-Tycoon gespielt. Ich dachte, Farmville. Hast mich angelogen. Zum Zeichen Farmville, das ist noch alles bei Hosenbürger. Das mag sein.
Das mag sein. So, okay, dann versuch doch jetzt mal da zu dem Laster zu fahren. Ich glaube ganz ehrlich, dass der. Der Endboss ist. Nö, aber da musst du ja irgendwie vorbei. Also, ich meine, der schießt ja jetzt ganz herzlich. Also, versuch doch einfach mal dem ein bisschen näher zu kommen. Das magst du nicht. Ich hab das nur brenne. Ja, noch brennst du nicht. Noch. Also, ist noch nicht gescriptet, ne? Nee. Jetzt L1. Oh ja, komm, ja klar. Das war ein guter Plan, Chloe. Das war ein guter Plan. Das ist. Also das ist Xletics in Extrem, ne? Das hat sie jetzt noch. Das hat sie so gewollt. So, oh komm, dann drück ich mal L1. Achso, ich muss auch L1 ziehen zum Hochziehen, damit ich wette in der Scheiße. Ja, oder du lässt sie einfach noch ein bisschen über Felsen und Kanten und mit Wasser und. Das sieht sehr gesund aus. Oh, lenk ihn ab, ja, ich lenke ihn. Lenk ihn ab. Das ist echt lustig, wenn das so durchgeht. Das ist einfach nur gescriptet. Da hatten sie Spaß. Aber haben sie gedacht, die Leute mögen den zweiten Teil am liebsten. Komm, dann machen wir doch jetzt einfach nochmal eine Zugfahrt. Weil, ist doch schön. Mal so ein Zug. Und so ein Zug. Und der Zug muss auf jeden Fall doppelt so lang sein wie im zweiten Teil. Das ist ganz wichtig. Nee, da hätten wir das auch noch. Achso, jetzt war Fahrkraft 5 oder so. Ja, beim genau. Das ist halt, das ist nicht Fahrkraft 5. Der explodiert nicht anders. Aber Gott ist mit unserer Fahrkraft. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Gott will, dass wir die ganzen gottlosen Gottesbeschisser da. Aber das nicht gottlos, die sind ultra-religiös. Naja, aber ganz ehrlich, Gott will nicht, was die machen. Also, ich hab von. Ich sag mal, Glaube ist ja auch so eine Mehrheitsentscheidung. Wenn die Mehrheit sagt, das ist so, auf eine bestimmte Art, dann wird das auch akzeptiert. Wenn die Mehrheit sagt, Gott will, dass wir da unsere gottlosen Feinde vernichten, dann macht man Kreuz zu. Wenn alle sagen, Gott will, dass die Erde sich um die Sonne dreht oder andersrum, dann machen wir das. Und ich glaube ehrlich gesagt, die Mehrheit der Leute auf der Welt sieht das mit dem Gott und Glauben anders als die Typen auf Hardware 5. Das heißt, wir sind auf der Seite. Mehrheit und damit sind wir Gottes? Na, damit haben wir recht. Die Mehrheit. Zumindest in Glaubensfragen. Den Stoßzeit ja. Gegen eine Bombe tauschen, sich einen Zug besorgen. Das hat das außer das eine Mal, wo dieser eine Typ durch Palästina gelaufen ist vor 2000 Jahren und irgendwas erzählt hat und die Mehrheit gesagt hat, der spinnt. Oh Mann. Da hatte die Mehrheit vielleicht aus heutiger Glaubenssicht nicht recht. Das kann gut sein. Weil heute glaubt 1 Milliarde Menschen. Rühr dich nicht, ich helf dir. Aber das ist nicht die Sonne, die so untergeht, sondern die Erde, die sich dreht. Menschen leben bei uns in Welten. Ey-o. Ey-o. Gute Augen. Chloe, danke. In echt ist die ja viel größer. Oh, was ist das? Ach ja, eine Bombe. Stimmt, ich erinnere mich. Es ging ja um eine Bombe. Ich wette, jetzt kommt irgendjemand an. Sie ist zu schwer. Ich glaube, das können sogar zwei gestandene Männer wie wir nicht wegtransportieren. Wenn ich versuche, wird sie hochgehen. Ob vielleicht noch mit dem Glück. Nehmen wir uns die Lok vor. Also, sie nehmen sich jetzt erstmal die Lok vor. Ach, sie nehmen sich mal richtig hart die Lok durch. Kommst du? Boah. Kommst du? Ich muss dir helfen. Okay, geh durch. Diese Technik, die gucke ich mir auf jeden Fall ab, falls ich jemals in die Situation komme, mit jemandem zusammen eine schwere Tür heben zu müssen. Ich hätte nämlich ganz ehrlich nicht gewusst, wie man das macht, wenn ich nicht diese Uncharted-Spiele gespielt hätte. Ja. Dass man dann einer durchgeht und dann von der anderen Seite hält und so, das hätte ich dann erst rauskriegen müssen sozusagen für mich. Der Zug ist übrigens das gleiche Modell, fällt mir gerade auf die Lok, wie bei Train to Busan. Train to Busan ist ein wunderbarer Film. Aber erinnerst du dich? Das war das Ende. Das war genau dieser Seitending und das war eine rote Lok auch. Du meinst da, wo am Ende alles gut wird? Ja, genau. Das ist ja so ein typischer Film, wo am Ende alles gut wird. Das ist richtig. Du hast dir gerade die Beine gebrochen. Du machst wieder gerne so schön. Ja, aber ich muss es machen. Du musstest es tun. Nach, was du tust, und dann du musstest der Frau die Beine brechen. Aber wo ist denn Assad oder wie auch immer der heißt? Der ist in Syrien und terrorisiert sein Volk. Ach so. Vielleicht kannst du deine Mitte an den Knubbeln hochklettern? Ja, wie an deinen Knubbeln, immer in der Mitte. Oh, immer in der Mitte, immer hoch. Jetzt hier rein. Schön Granate rein und dann. Schaffst du's? Auch zugeschweißt. Muss noch einen anderen zugeschweißt. Weg geben. So wie ich, wenn ich Sport mache. Ein Stellwerk. Was? Ein Weichenstellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay. Oh, die fahren halt in die Großstadt, ne? Also die wollen da richtig. Ach ja, stimmt, der will ja die Stadt sprengen. Ja. Um da irgendwie zu kommen. Wo möchte denn jemand gut auslösen? Ja, das ja nicht weil er halt alle Menschen hasst. War das nicht, der wollte ja nicht irgendwie vielleicht Krieg mit Pakistan auslösen oder so? Aber
die Inder und die Pakistanis mögen. Ja. Oh, scheiße, ja, deswegen. Nochmal ein bisschen. Das ist, was ist die, die Taste? Die eine halt, die auf dem Controller da. Irgendwo rechts. Ihr Jungs könnt euch einfach nie in Ruhe. Das war jetzt genau der falsche Weg. Rechts oder links? Ja. Bei GTA ist da oben. Ich dachte, du spielst gerade Zoo Tycoon. Ach so, ja. Bei Zoo Tycoon steuern sich die Jeeps anders. Ja. Es kommt ja demnächst das Zoo Tycoon für gefahrenliebende Menschen raus, nämlich Jurassic World Evolution. Ach so. Die Macher von Planet Coaster haben das offizielle Jurassic Park Strategiespiel gemacht. Auch ein Spiel, wo man seinen eigenen Jurassic Park bauen kann. Haben die das nicht schon mal probiert mit Jurassic Park Dinosaur? Nee, ja, also es gab mal so ein Jurassic Park Aufbauspiel, das war aber scheiße, weil das auch von billig produziert war, aber das Ding hier ist ja jetzt richtig mit fettem Budget und wie gesagt. Ach so, aber gab es nicht auch dann Jurassic Park Telltale Neon Genesis Jurassicalion? Nee, das sagt mir jetzt so nichts, aber kann natürlich sein, dass ich da was übersehe. Ich glaube, du musst aussteigen. Und dahin und dann Leute umbringen. So, Sam! Ach nee, du musst mit Sam zusammen noch auf dem Zug. Stellen. Wir müssen die Weiche stellen. Stell dich mal neben ihn. Genau, jetzt könnt ihr den Zug mal hart umleiten. Oh, und zwar ein Versuch wert. Hey, ich mach noch weiter, Mike. Könnt ihr uns mal eine Minute geben? Ja. Oder du musst auch. Killst einfach die Typen erstmal. Alternativ. Wie gehst du in Deckung mit Kreis? Ja, als ob ich jemals geschafft habe, bei diesem Ballerspiel hier zu gewinnen. Okay. Auch ein Argument. Du kannst dich ja irgendwo hier in eine bessere Deckung. Nein, hier ist eine. Direkt neben dir. Du kannst dich hinter Sam stellen. Der fängt dann die ganzen Kugeln und du machst den Rest. Um ihn ist es doch auch nicht so schade. Oh, da ist einer hochgeflogen. Ich auch. Anstatt ihm ins Gesicht zu schießen, war erstmal die Granate. Er hat zumindest seine Maske verloren durch die Granate. Ja, jetzt kann er gar keine Blowjobs mehr geben. Das war daneben. Slightly. Wieso schießt du eigentlich nicht? Ich gehe halt darauf, dass es eure Explosion. Aber jetzt die Granate, jetzt musst du schießen. Ja. Das war's! War das einfach, bis Sam die ganze Arbeit macht. Ja. Ja, finde ich gut. So, jetzt drücken, pressen. Warte, ich bin bei der Geburt. Hä, wieso? Mach. Oh, scheiße, zu spät. Ich war zu langsam. Selbst Sam hat dann abwerten geguckt. Okay, weiter, komm. Jetzt. Ja! Da ist gleich der Zug. Nee, er fällt noch aufs andere Gleis. Schade. Scheiße, Lodi! Ich muss zu ihr. Warte. Ich liebe dich. Muss das eigentlich meinen? Es ist nur Nadine. Okay. Noch so einer? Scheiße. Hatten wir das nicht gerade erst? Los! Ich halte den Schacht! Back into the Jeep. Gut, würdest du dann mal kurz Pause drücken? Dann könnten wir an der Stelle dann doch nochmal auf Options. Egal. Ich mach das einfach mal für dich, weil du machst ja nicht, was ich sage. Dann drücken wir einmal kurz Pause und machen ein kleines Päuschen. Die Folge ist sehr lang. Ich dachte, wir kriegen es in einer durch. Aber wie üblich haben wir das gedacht. Es scheint ja doch noch ein bisschen weiter zu gehen, das Spiel. Ja. Aber nächstes Mal dann das große Finale. Bis vielleicht. Dahin. Danke, tschüss.